Wir müssen jetzt aber in Deutschland aufpassen. Natürlich haben wir immer das Dominanzstreben aus den USA und auch aus China neuerdings. Und wir müssen sehen, das ist unser Wille hier zusammen mit der Bundesregierung, dass wir den Wettlauf um die Normen gewinnen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell mit unseren führenden Maschinenbauern, und da sind wir weltweit Nummer eins, sowohl Großindustrie und Mittelstand zusammen eben eine Norm schaffen, dass wir zusammen mit den führenden Anbietern von Unternehmenssoftware, die wir zum Glück auch noch hier haben, wie eben SAP, Software AG und weitere, dass wir es schaffen, die Leute, die jetzt in Internetsoftware und genereller IT führend sind, und das ist zweifellos die USA, die aber kaum noch Maschinenbauer haben, beziehungsweise China, die ein großer Markt für Maschinenbauer sind, auch führende Anbieter von Internet-Hardware, denken Sie an Huawei, dass wir dort ganz höllisch aufpassen, dass wir diesen Vorsprung, den wir jetzt zweifellos haben und den wir auch von unserer Industriekultur hier haben, dass wir den wirklich in eine Wertschöpfung umsetzen. Wir wollen natürlich in alle Länder exportieren, wir wollen dort aber nicht rein chinesische oder amerikanische Hardware einbauen und dort zu höheren Verkaufszahlen führen, sondern wir wollen ja hier die Wertschöpfung in Deutschland erzielen. Ja, damit möchte ich auch schließen. Lassen Sie mich mit wenigen Konklusionen das Ganze noch zusammenfassen. Erstens, cyberphysische Produktionssysteme halten im Einzug in die Fabriken, damit das Internet der Dinge in der Fabrik. Alle Feldbusse werden überflüssig. Wir wollen nur noch IP-Protokolle haben. M2M-Kommunikation ist zentral, auch zum Teil drahtlos durchgeführt. Wir brauchen aktive digitale Produktgedächtnisse. Die Umrüstzeiten werden minimiert. Plug and Produce wird zum Standard. Die Losgröße 1 wird hoffentlich bezahlbar. Zumindest High-Mix-Low-Volume-Produktion ist machbar. Apps und Snippets werden eingeführt. Und schließlich, wir brauchen natürlich eine Normierung und Standardisierung. Und dann kann Deutschland diese Pole-Position, die wir jetzt haben, auch wirklich in ein Startziel, im Formel 1 sind wir auch nicht schlecht, Start-Ziel-Sieg hoffentlich umsetzen. Das ist unser Wunsch, zumindest von Herrn Kagermann, mir und Herrn Lukas, die das Ganze angetreten haben. Die vierte Revolution, in Klammern Evolution, in Deutschland gibt es ja keine echten Revolutionen, wir werden das schrittweise inkrementell durchführen, zeichnet sich ab. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.